Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW 2. Wir fahren heute auf der Strecke Hagen-Finntrop bzw. Rosig-Nord zwischen Hagen und Bohle. Eine kurze Szenario, 15 Minuten circa. Fahren Sie den Zug, der mit Holz beladen ist, zum Bohle-Rangierbahnhof. Dort kann er zum Sägewerk weiterverarbeitet werden. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Es ist noch relativ dunkel, es regnet und wir fahren eine interessante Lackierung. Und zwar eine DR-Lackierung, und zwar im Güterverkehr. Und warum fahre ich die hier im Güterverkehr? Weil ich Bock drauf hatte. Weil ich die mich vor kurzem auch gesehen habe. Sieht aber DR gar nicht dran, ne? Ist, glaube ich, die Variante ohne Aufschrift. Aber die in dieser Lackierung sogar mit DR an der Seite stehend, habe ich vor kurzem im Güterverkehr gesehen bei Hannover tatsächlich. Und wird vor irgendeiner Privatbahn, wird das wohl gewesen sein, dass die auch durch Hannover, also am einem Bahnhof in der Nähe von Hannover vorbeigefahren ist. So, da habe ich sie gesehen. War ziemlich cool. Und ich dachte mir, dann können wir sie auch mal, auch wenn sie hier nicht ganz in die Gegend eigentlich reinpasst, können wir sie auch hier mal fahren. Weil eigentlich die falsche Seite von Deutschland in dem Sinne ist. Vielleicht können wir sie ja auch mal irgendwo im Osten fahren. Auch interessant. So, wir müssen glaube ich hier auch entlang, ne? Wir können ja mal ein bisschen was einschalten. Ich können wir einmal gucken hier. Wir könnten. Die Handbremse ist gelöst, die bräuchten wir. Wir können ja mal das Licht vernünftig vorne an der Lok anmachen. Ja, vorne vernünftig, ich weiß. Ein Scheibenwischer bräuchten wir. Der war hier unten irgendwo, glaube ich. Ne? Nee, das war der Notbremsventil. Scheibenwischer bei Zügen ist auch immer interessant, weil die echt irgendwo immer irgendwo anders sind geführt. Meistens sind sie irgendwo hier. Aber oftmals auch nicht. Wo war denn das bei der 143 schon wieder? Verdammt, ich sollte mich mehr vorbereiten, aber ja. Fahrgastüren, die brauchen wir heute nicht. Wo habt ihr denn schon wieder diesen einen kleinen Taster versteckt? Das könnt ihr ganz gut. Doch, aber hier kann es doch wirklich auch nicht sein. Auf der Seite ein Scheibenwischer? Also, es wäre, glaube ich, einer der wenigen Loks, die das haben. Normalerweise, wie gesagt, immer hier unten. Diesmal irgendwie. Ich kenne das ja auch ganz gut, dass sich das hier hinten irgendwo versteckt, aber da ist es auch nicht. Oben? Dann machen wir es anders. Drücken wir V. Geht auch. So, Licht aus. Lösen. Und eigentlich dürfen wir, ja, dann dürfen wir. Setzen vor ein Stückchen, lösen die Bremse nochmal. Und dürfen wir setzen ein bisschen vor. Beleuchtung hätte ich noch ganz gerne. Jetzt los. Dann bin ich gespannt, an welche Wagen müssen wir jetzt ran? An Holzwagen, ne? Sind das Holzwagen da hinten? Ja, das sind unsere Wagen. Ankuppeln 143. Mit der habe ich, glaube ich, noch nie rangiert. Deswegen, ich hatte Bock drauf, die mal ein bisschen im Güterverkehr zu fahren. Auch wenn wir jetzt keine lange Strecke fahren, aber 143 im Güterverkehr fahre ich halt selten. Und da ist sie, wie gesagt, in dieser Lackierung vor kurzem gesehen, aber ich dachte, ich nehme mal diese Lackierung. So. Alte Reichsbahnlackierung. Also DDR-Reichsbahn. Gut. Das andere war auch ein bisschen länger her. Da war das mit den E-Loks. Doch, da gab es auch schon E-Loks, aber nicht. Die sahen nicht so aus. So, wie weit sollen wir denn vorziehen eigentlich? Ach, wir sollten noch weiter vorziehen. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir sind schon richtig, können schon die Weiche einstellen, aber wir sollen noch ein Stückchen vorziehen. Dann ziehen wir noch ein Stückchen vor. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wahrscheinlich damit die Weiche. Ich stehe wahrscheinlich noch völlig auf der Weiche. Damit die Weiche auch gestellt werden kann. Oder sind das unsere Holzwagen? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, sie sind beladen, das weiß ich. Meine ich. Wir bringen sie ja zum Sägewerk. Dann würde es logisch sein, dass sie beladen sind.
Und dann rangiert sie halt die 63 Helden wieder weg. Wenn wir sie dahin gebracht haben. Was müssen wir denn vor? Ich kriege auch ein bisschen zu sehr, ne? Wir sind ja eigentlich mehr oder weniger eine Rangierfahrt. Glaube ich. Was war ich mal Höchstgeschwindigkeit? Ich meine 15 oder 25. Ah, ja. Geschwindigkeit und ich. Ich glaube 15. Machen wir. Geh mal weg hier. Ein Geschwindigkeitswähler aus, bitte. Ich will einfach nur rollen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt hier nicht so rasen im Betriebsgelände. Auch wenn es ein bisschen langsamer ist. Ich weiß gar nicht, welche Jahreszeit ich eingestellt habe. Irgendwie September, Oktober oder so. Ich vermute, dass es jetzt nicht mehr hell wird. Vor allem nicht bei dem Regen. Bis wir... Ja, wir fahren auch ohne Sicherheitssysteme, ne? Fällt mir gerade erst so auf. Na, können wir gleich mal anschalten. So. Sehr schön, dann müssen wir nämlich hier auch kurz wieder abrüsten, denn wir müssen ja gleich die Seite wechseln. Wir wollen ja rückwärts an die Wagen dran. Lösen Verdächtnisfender raus. Bremsschlüssel. Ach, warum geht der nicht? Müssen wir in Notbremse? Nee. Manchmal muss man die auch so eine Stellung hinter der Notbremse bringen. Aber hier anscheinend nicht. Ich würde gerne die Bremsschlüsse drehen. Den möchte er noch nicht. Der ist aus. Weil sonst wird das, glaube ich, schwierig. Dass wir... Weil eigentlich haben wir ja noch einen Bremsschlüssel, oder? Hat doch eigentlich noch einen und müsste den dann wieder ziehen. Aber was? Aus, da müssen wir rein in die Stellung. So, jetzt. Bremsschlüssel mitnehmen. Ja, mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Geht das nicht irgendwie? Schalt nicht. So, haben wir jetzt zumindest aus. Dann können wir hier auch schon mal, komm, wir können schon mal Licht ausmachen. Haben wir eine Taschenlampe dabei und wir geben uns mal auf die andere Seite. Hier kommen wir nicht durch, dann müssen wir auf der anderen Seite durch. Hier durch. So. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig, aber wir sollten da hinten ankoppeln. Ne? Ich schalte mal ganz kurz ein, ja, passt. So, dann. Am Schlüssel ein. War da Fahrtrichtungswender nach vorne. Mal Bescheid geben, dass wir kommen. Und dann das Ganze wieder ein bisschen ausschalten. Oh, nicht. Ja, was fahre ich denn? Habe ich nicht gerade gesagt, wir fahren eine Rangierfahrt und ich soll nicht so beschleunigen? Naja, gut, 20. War trotzdem ein bisschen heftig angefahren. Ich finde die Lackierung aber schön. Wir haben noch ein rotes Signal. Ich denke mal, wir können uns aber freigeben, sozusagen. Oder? Ja. Müssen wir nur noch mal kurz mit dem Fahrdienstleiter kommunizieren. Oh, Licht hier drin aus. Sieht doof aus. Stromabnehmer ist jetzt nicht so interessant gerade. Obwohl, ich glaube, man würde den vorderen nehmen, meine ich. Ich meine, man würde den vorderen Stromabnehmer nehmen wegen Holz, oder? Weil Holz entzündlich und so? Oder ist das bei Holz nicht so schlimm? Ich meine, nasses Holz entzündet sich jetzt auch nicht so schnell, ne? Aber trotzdem. Weiß ich nicht, ob man den vorderen nehmen würde. Voll, weiß ich gar nicht. So schnell entzündet sich durch Funkenflug. Also wenn es ganz trocken ist, vielleicht im Sommer. Holz, total trockenes Holz transportieren, dann finde ich es schon.
Aber so. Bei Regen und so sollte ja bei Holz auch nicht so viel passieren. So, wir können mal Scheibenwischer anmachen, dass wir ein bisschen was sehen. Und dann können wir den Kollegen mal oben im Stellwerk grüßen. Hat er gerade sein Licht ausgemacht? War da nicht gerade noch mehr Licht an? Na gut, ich wollte ihn gerade grüßen. Der war auch im Stellwerk. Ah, jetzt hat er wieder angemacht, okay. Da sitzt er drin. Hä, das ist irgendwie komisch. Manchmal geht das irgendwie, flackert das da oben. Naja, auf jeden Fall da oben sollte er sitzen im Stellwerk. Nee, wenn man ranzoomt, geht das Licht aus. Wenn man rauszoomt, geht das Licht an. Okay, interessant. Da oben sitzt da der Kollege. Fahren mal langsam an unseren Wagen ran. Steht ja auch schon der nächste Güterzug, der ja gerne raus müsste in Hagen. Boah. Noch ein bisschen schneller. 20 oder 15. Ich glaube 15 wird in Ordnung sein. Sollten jetzt nicht mit 15 an die Wagenrand kacheln. Aber. Weil er beschleunigt ja immer so auf 15, 16 und müsste dann schon die Bremse wieder rausnehmen. Ja, sollte gehen. Ist ja alles zum Glück hier automatisch gestellt in Haken. Da sind unsere Wagen. Lass du schon mal raus, lass mal rollen. Warum bremst der? Der dürfte eigentlich nicht bremsen. Wo kommt die Bremskraft her? Hm. Wollten eigentlich rollen lassen. Warum hat er jetzt die Bremse drin? Hab ich nur irgendwie eine Bremse eingeschaltet gehabt? Ganz komisch. Ne, irgendwie war die Bremse leicht angelegt. Okay, weil ich wollte eigentlich rollen lassen gegen die Wagen. So richtig, so wie es geplant war, hat das nicht funktioniert. Wir haben immer noch keine Sicherheitssysteme an. Die schalten wir auf jeden Fall, wenn wir gleich fahren, an. Aber eigentlich sollte man es auch beim Rangieren anschalten. So. War vielleicht ein bisschen stark, ne? Mit 3-4 km/h ist eigentlich so viel. 1-2 ist eigentlich so das, was man da ranfahren sollte. Ich guck mal, ob die... Ja, so klingen auf jeden Fall interessant. Mal schauen. Ja, alles gut, beruhig dich. So, dann lass uns einmal nochmal ganz kurz hier abrüsten. Dann machen wir uns gleich auf die Reise wieder. Was natürlich vergessen, aber eigentlich müsste man, glaube ich, noch eine Feststellbremse mal anlegen, oder? Eine Handbremse? Weiß ich gar nicht. Wenn wir jetzt hier abrüsten. So, dann die auf aus. Aber nee, wenn sie auf aus ist, sollte die Bremse ja trotzdem... Ja, die Bremse zieht an, wenn die Bremse auf aus ist. Das habe ich mir fast gedacht. Bremsschlüssel ist aus. Solange die Bremse ein bisschen angelegt ist, ist das gut. Nur nicht, dass sie wegrollt, wenn man den Führerstand wechselt. Gut. Vielleicht mal schneller auf der anderen Seite, aber trotzdem. Aber wir stehen ja eigentlich auch nicht abschüssig. So. Signal, ich können wir ausmachen. Können wir auch ausmachen. Ja, eigentlich brauchen wir es auch nicht. Aus. Wir machen den Scheibenwischer nochmal aus. Ach, da vorne ist er übrigens. Ich wusste, dass er sich irgendwo versteckt. Ja, eigentlich abgerüstet, ne? Licht aus. Schöne Taschenlampe mitnehmen. Wir können ja auch richtig mal die LZB und PZB uns anschalten. Das müsste ja hier sein. PZB, wo das M? Oder U? Guck mal eben, was die Länge so sagt. Dafür müsste ich mal ganz kurz mich hier hinsetzen, um die 8 aktivieren zu können. Super lang ist er jetzt nicht, ne? Ich weiß nicht, wie schwer Holz ist, das ist halt die Sache. Ich würde mittlere Zugart nehmen. Obwohl wir trotzdem nur 100 fahren werden. PZBM passt. ZB ein. SIFA ein. Ja, das EZB haben wir nicht. Dann... Bremsschlüssel rein. Radrichtungswender rein. Wir können kurz Lichter machen, dass wir ein bisschen was sehen. Signallichter an. Scheibenwischer können wir auch über V anmachen, aber wir wissen ja jetzt, dass er da vorne ist. Lichter wieder aus. Hier, das Licht können wir wieder ausmachen, dass wir völlig fahren können. Und die AFB dann gleich bzw. Gleichleistung aufschalten. Wir lösen die Bremse. Haben grünes Signal. Und sagen, geben einfach einen Achtungspfiff, dass wir losfahren. Ich glaub, im Rangierbahnhof macht man das. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland im Rangierbahnhof macht, aber ich würde mal sagen, ja. Und auf geht's.
Gut, ja, trotzdem hat man nur 20. Radschlupf. Okay, ja, gut. Dann müssen wir ein bisschen Zugkraft runterstellen. Hätte halt wieder decken müssen im Güterzug. 60%. So. Mal auf die 20 hoch. Wo sind die Scheiben? Die Scheibenwischer hat sich wieder ausgeschaltet. Sagen wir jetzt für uns raus, wir fahren ja nicht weit. Wir fahren 3,2 Kilometer. Dann stellen wir die Wagen schon wieder ab. Ich mag so kleine Szenarien, wo man so ein ganz bisschen rangiert und dann fährt. Hat man so beides drin. Gut, 16 Minuten. Sollten wir eigentlich 16 Minuten durch sein? Ich glaube, wir sind relativ langsam. Wir werden, glaube ich, eine halbe Stunde brauchen, weil ich hier so langsam rumrangiere. Naja. Ah? Sehr schön. Ich mag die Atmosphäre gerade hier morgen. Dann, ich glaube, 40 haben wir immer noch. Eigentlich schalten zumindest schon mal auf die 40 hoch. Wir hinten uns festgelegt. Ich glaube, wir dürfen uns gar nicht befreien im Moment, weil der Fahrbefehl zu ledig ist. Gleich, wenn wir die 80 haben, dürfen wir auf jeden Fall. Ein Kollege, der hier auf Ausfahrt wartet. Ich ganz schön viel Güterverkehr in Hagen. Finde ich cool. Hey, ja. Habe ich gesehen, die 80. Gleich schon wieder 60. Hat sich gelohnt, die 80 hier. Ich glaube, da lag kein Magnet, aber da wir rein theoretisch kurz 80 hatten, hatte ich gedacht, das ist wieder eine Reduzierung, deswegen bestätigen wir mal. Wir bleiben mal so bei 60 oder so, ne? Könnte ein bisschen hochschalten, weil das ja auch die Bremskraft ein bisschen beeinflusst. Aber wir bleiben mal bei den 60. Dann Bohle, Böhle, Bohle, wo ich Bohle sag, Bohle, Bohle, Bohle. Rechts hat man gerade noch diese Kleingartensiedlung gesehen, die auch noch so ein bisschen rechts ist. Ich finde die Strecke, auch wenn sie schon alt ist, im Regen und im Dunkeln ist sie schon atmosphärisch. Aber ich fahre auch zu wenig selten im Regen und im Dunkeln, muss ich ja sagen. Es geht ein bisschen bergab und er kann es gerade nicht wirklich halten. Wir gehen mal runter auf die 50. Müssen wir eh bald.
und dann haben wir noch 2,6. Überwachungsgeschwindigkeit ist gerade 70. Warum fahren wir denn so langsam gerade? Hast du gerade so Probleme, Leistung aufzuschalten, weil ich... Ja, Drahtschlupf. Ich würde sagen, wir ein bisschen runter noch, aber ich habe das Gefühl, dann kriegt er ja gar nichts mehr hin. Kommt er ja keinen Berg mehr hoch. Mal wieder ein bisschen hochschalten. Wir gehen mal auf 70, mal gucken, was er macht. Hat er Radstopf. Okay, also 70 kann er nicht ab. Gehen wir auf 56. Also der Regen ist schon bemerkbar. Sagen wir mal so. Ich glaube, wenn hätte, wie, was hat er, 16 Minuten eigentlich? Sind wir bei 22 Minuten, weil ich hier die ganze Zeit so rumtrödel. Aber ich habe, weil, wie gesagt, wenn ich hier die Bremskraft hochschalte auf 70, dann seht ihr, wenn ich da gleich wieder, mehr seid schon wie Bratschlupf. Und das ist halt zu vermeiden. Deswegen würde ich gerne noch ein bisschen hochbeschleunigen, aber so wirklich möchte er nicht. Sonst hat er nämlich Probleme mit Radschlupf. Vielleicht geht es echt ein bisschen bergab. Dann können wir noch ein bisschen beschleunigen. Nur fahren wir halt mit 30 dahin. Ist jetzt auch nicht so wild. Wir haben, glaube ich, Zeit. Ich meine, es geht jetzt ja auch die rechts raus, ne? Oder? Rechts raus? Ach, ich dachte. Doch nicht rechts raus. Okay, gut. Ich dachte rechts raus und dann über die Rampe. Oder Rampe. Ich glaube, ich gehe ja trotzdem ein bisschen bergab, weil diese. Ich meine, die Regio-Strecke, wo wir jetzt drauf geführt werden, oder die Normalstrecke da unten, vom Güterbereich aus, das müsste ein bisschen bergab gehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. So oft fahre ich Strecke dann doch nicht. Was schade ist, weil es schön ist, aber trotzdem. So. Schon mal einstellen. Die 40. Das geht bergauf. Da habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es geht eher bergab. Was natürlich interessant ist, weil wir hier irgendwie, ja wie gesagt, nicht wirklich, wir schalten mal ein bisschen mehr auf. Aber er hat sofort Radstopp, ne? Also über 70% hat er sofort ein Problem. Selbst auf 65 hat er Probleme bei dem Regen. Oh, und da habe ich was vergessen. War das, was war das jetzt? Ein gelbes Signal, glaube ich? Ja, vermutlich. Oder irgendwie sowas, 40 Ankündiger. Ne, 40 Ankündiger wird es glaube ich nicht gewesen sein, oder? Naja. Aber es ist doch sehr interessant, weil wir hier die ganze Zeit Sachen bestätigen müssen. Also, gut, jetzt dürfen wir noch 45. Erreichen wir eh nicht, aber rein theoretisch dürfen wir noch 45. So. Nochmal eine schöne Zwangse. Muss ja auch mal sein. So. Ich stehe jetzt in 1,3% Steigung. Ah, mal gucken, ob er das schafft. Wie schnell er jetzt hochbeschleunigt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das war natürlich die dümmste Stelle zum Liegenbleiben. Beziehungsweise nicht liegenbleiben, sondern jetzt zwangsweise reinfahren. Das hätte nichts mit der Lok zu tun, sondern das war meine Unfähigkeit. So, er sagt 6. Das kriegen wir nicht hin mit 6. Ich gehe mal ein bisschen hoch auf 7. Macht da was? Mal gucken, was er jetzt macht. Auf 70 will er noch nicht beschleunigen. 75. Ah, jetzt geht's. 75 kriegt er hin. Er hat sofort Radschlupf drin. Okay. Können wir das ein bisschen genauer per Hand anstellen? 72. Ja, doch, es geht. Okay. Er ist ein bisschen mit Radschlupf die ganze Zeit, aber er kommt voran. Was nicht gut ist, aber ich. Sonst kriegen wir den Berg, glaube ich, nicht hoch. War ein bisschen nicht ganz so schön mit dem Radschlupf. Aber jetzt kommt er. Vernünftig. Immer noch ein bisschen. Hier können wir ein bisschen runtergehen. Ich hoffe, dass wir noch dazu noch irgendwie. Das hatten wir 65 oder so, hatten wir vorhin höchstens. Ohne Radschlupf, dass das möglich ist.
ersten Zeit, glaube ich, noch die alte 143-Variante, deswegen das Horn noch ein bisschen seltsam. Gehen wir wieder rein, nicht, dass wir gleich wieder stehen. Sind ja auch noch immer im Wechsel blinken. Na, jetzt scheint es auch zu gehen. Wir hätten vorhin sanden können, ne? Ich bin ein Trottel, ich vergesse immer das Sanden. Jedes Mal, wenn ich so Probleme habe am Anfang, vergesse ich zu sanden. Wofür ist es denn da? Wofür nutzt man es denn? Egal. Muss man da denken, weil über X können wir natürlich auch sanden. Können wir es auch ausschalten? Warte mal. Jetzt habe ich die ganze Zeit Sand an. Kriege ich das hier aber nicht wieder aus? Nee, anscheinend nicht. Dann wo war jetzt der Sand? Ich dachte, man kriegt das über die Taste auch wieder aus. Bloß, dass es X war, aber ich dachte, man kriegt den Sand auch wieder aus, da über die Taste. So, wir nehmen die Leitung erstmal raus. Wo es schlau ist, uns rollen zu lassen, weiß ich gar nicht. Eigentlich können wir ja auch die AFB nutzen, ne? So, ich wollte mal ganz kurz schauen, wo ist der Sand? Weil den haben wir jetzt gerade angeschaltet und nicht wieder ausgeschaltet. Dann freut sich der Nächste, dass der Sand leer ist. Sand vorne da. Das könnte ich echt mal häufiger nutzen. Jedes Mal, wenn wir den Radschub haben, nutze ich den Sand nicht. Ach, und die nächste Zwangse. Ja, ich habe mich gerade auf den Sand konzentriert. War das nicht mal eine 16-Minuten-Folge geplant? Die Folge muss heißen, ein 16-Minuten-Auftrag, der bei Lava eine halbe Stunde dauerte. Oder dreiviertel Stunde oder so, so wie ich fahre. Naja, wenigstens stehen wir jetzt abschüssig. Wir sollten also losrollen. Wir müssen eh nichts mehr machen. Also ich würde die Leistung tatsächlich rauslassen. Und ich würde einfach mal die Bremse lösen und einfach mal den Berg runterrollen lassen, wenn dann gar nicht, wenn die Lok so weit ist, lassen wir einfach runterrollen. Haben wir natürlich wieder Wechselblinken drin. Egal. Egal, wir sind die Liga von 40, also. Ein kleines Experiment. Wann fängt er an zu rollen? Also jetzt noch nicht. Jetzt ist zwar die Bremse von der Lok gelöst. Aber die Wagen halt noch nicht. Und gleich, wenn er dann irgendwie die Wagenbremse ein bisschen gelöst hat, sollte er einfach losrollen. Weil die Bremsen sind voll gelöst. Jetzt rollt er. Und zwar ordentlich. Logisch, es geht 2% bergab. Dass er da ordentlich rollt. Leistung will ich jetzt gar nicht mehr aufschalten. Der bordet gleich so viel Geschwindigkeit auf bei den 2% Gefälle. Da brauchen wir jetzt mit Leistung gar nichts mehr machen. Lassen wir ihn einfach bergab. They see me rolling. They hate him. Eine Gruselatmosphäre finde ich auch in dem Wetter gerade. So ein bisschen Sonne kommt durch. Irgendwie eine ganz interessante Stimmung gerade. So. Und wir sind wieder unten am Berg. Das war nur so eine kleine Rampe am Berg. Aber können jetzt auf jeden Fall uns hier ganz entspannt dahin rollen lassen. Überholt uns was? Ah, guck mal, der überholt uns einen RE. Sehr cool.
Richtung, 400 Meter noch. Wir lassen die, wie gesagt, einfach rollen drauf zu. Dann müsste die 363 vielleicht sogar schon gleich daran fahren. Ich weiß gar nicht, ob die schon steht, aber ich glaube schon. Wahrscheinlich müssen wir auch noch kurz abkuppeln, denke ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben wir eine E-Bremse? Nee, ich wollte gerade sagen, die 143 hat doch keine. Hier kann ich mich nicht an meinen Grundsatz halten, ein bisschen häufiger mit der E-Bremse zu bremsen. Und dann lassen wir ihn langsam dahin rollen. Eigentlich sollten wir jetzt schon stehen bleiben, aber ich bremse mal ein bisschen stärker, ne? Weil ich glaube, stehen wir ein bisschen weit hinten. So, perfekt. Und jetzt noch den Wagen abkuppeln. Ich habe mir das gedacht. So, wir können die Bremse mal ein bisschen angezogen lassen. Leicht. Ich meine, wir stehen nicht abschüssig, aber trotzdem. Nehmen wir uns mal kurz mal eine Taschenlampe mit. Und kuppeln mal ganz kurz ab. Jetzt poltert er schon wieder hier rum. Alter, ganz ruhig! Am Rumpoltern hier. Ja, die Kupplung vor allen Dingen. Also ich glaube, die haben sie jetzt, habe ich gesagt, glaube ich, dass sie jetzt zumindest mit dem Dampflok, also mit dem Spirit System, das mit der mit dem Puffer ein bisschen verbessert haben, dass sie nicht so komisch gegeneinander knallen, was wir jetzt hier auch gerade haben. So, Bremse ist raus, ja. Dann sollten wir jetzt auch leicht vorankommen. So, gucken, dass wir nicht zu schwer beschleunigen. Wir haben ja die Lok hier. Gehen wir mal runter. So, 20 sind doch gleich. So, haben wir irgendwas Rotes vor uns, was wir noch bestätigen müssten vorher? Nee, ne? Irgendwie nicht. Da steht schon die 363, die nachher unsere Wagen dann wegfährt. Ist auch schon startbereit, so wie es aussieht. Ich glaube, ist das Auszugsgleis oder Auszuggleis oder so drauf und setzt dann wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff für so ein Gleis ist, aber dann fahren wir jetzt mal auf das Gleis und setzen dann wieder zurück. Sind wir nur mit der Lok? Ja, da bremst er echt gut. Wieder ein bisschen spät mit der Bremse. Naja. Akzeptiert er? Tut er nicht. Ach komm. Na, ich weiß ja, dass wir eh gleich in die Gegenrichtung müssen. Dann können wir auch schon mal hier abrüsten. Rettungsleuchte auch mal ausmachen. Zack, Scheibenwischer aus. Steht da. Dann einmal rüber. Ach ja, da wollte ich nicht durch. Die andere Seite bräuchte ich mal eben. So. Und dann
Ja, mal alles aufrüsten. Ich vermute, dass wir jetzt in die Richtung müssen. Wenn nicht, wäre es ein bisschen doof, aber ich vermute es einfach mal. Da vorne. Und dann. Mal stehen. Ja, gut. Und dann an Ort anhalten. Jetzt noch in die Gegenrichtung? Ach ne, ich habe jetzt die Markierung nicht an, deswegen. Einmal kurz nachschauen. Ja, da wusste es. Dann haben wir wieder raus. Und langsam auf 10 km/h hoch. Mal warten, bis die alles gelöst hat und dann langsam hoch. Kurz Bescheid geben, dass wir losfahren. Haben wir auch die Relikte richtig an? Nein, aber natürlich nicht. Haben wir jetzt auf beiden Seiten weiß? Weiß ich gar nicht. Ja, wir haben Doppelweiß. Macht man eigentlich auch nicht. Ich glaube, wenn man rangiert, tatsächlich gibt es das nicht sogar im Rangierlog, dass sie dann beides weiß schalten, damit sie es nicht dauernd wechseln müssen? Ich meine doch. Doch, wir hatten ja die G6, wo wir mit der G6 gefahren sind. Da war der Rangierprofi XXL. Und da haben wir tatsächlich doch das so gehabt, dass wenn wir den Rangiergang sozusagen eingeschaltet haben, ich mache nur kurz einen Scheibenwischer an, dass er dann auf beiden Seiten weiß geschaltet hat, die Lichter. Also 3 Punkte weiß, oder wie man es nennt. Signalbeleuchtung, klassische. Deswegen, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. So, komm, wir können auch 20 Körper machen, oder? Komm. Nicht 30, aber 20. Sollten wir das zu lange hier? Sollten hier alles Automatikweichen sein, oder? Ja. Dann nehmen wir Leistung schon mal raus. Aber irgendwie ist die Bremse schon. Warum liegt der denn immer? Warum liegt. Jetzt wollte ich nicht stehen. Jetzt habe ich mich verklickt. Ach, ich wollte nicht stehen. Ich wollte einfach nur die Bremse ein bisschen lösen nochmal. So. Bremse ist raus. Dann nur entspannt noch hinfahren. Guck mal, es wird morgen auch. Sehr schön. Man sieht so langsam, wie es hell wird. Sehr cool. Bisschen schneller können wir aber noch. Komm, 20. Das kommen wir ja nie an. Sagen Haken, fahren wir jetzt nochmal wieder zurück mit der Lok, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir stellen die jetzt hier einfach vorne ab. Die wird ja dann ich glaube, die leeren Wagen auch wieder gleich wieder wegbringen. Meine ich. Da vorne die wahrscheinlich. Deswegen. Aber das übernimmt dann, wie gesagt, dein Kollege. Das machen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir müssen da hinten mehr hin, ne? Oh, komm. War grün. Nice, die 33 sind ja eigentlich schon nach hinten am Bewegen. Können wir mal ganz kurz spaßig dabei hier gucken, ob die schon was macht.
Ja, die fährt nämlich schon. Ich habe mir schon gedacht, die ist schon unterwegs, oder? Hab mich gerade verguckt. Stand in einem vermuteten Signal. Ich weiß es nicht. Ich wollte gerade, fahren wir jetzt links. Ich dachte, wir fahren jetzt links hier auf das Stumpfgleis und stellen uns da ab, aber gar nicht. Interessant. Bin mir nicht ganz sicher, wo es jetzt für uns hingeht, aber auf irgendein Gleis, wo wir uns jetzt abstellen können, ja. Wie haben wir jetzt? 42 Minuten für eine 16-Minuten-Aufgabe. Ja, das ist gut. Ich dachte, wir machen eine kurze Folge. Aber ich trödle ja auch schon wieder. Es ist echt unglaublich, wie ich mich dann lang trödle. Ich will aber 20 fahren wegen Rangierfahrten und so die ganze Zeit. Naja, wir hätten nicht stehen sollen. Das war jetzt wieder zu weit, wenn ich aufgepasst habe. Akzeptiert er das noch? Ich glaube nicht. Nee, ich hab. Gut. Die 2 Meter werde ich jetzt einfach mal rückwärts setzen. Ganz kurz zurücksetzen. Was man natürlich niemals macht, aber trotzdem. Keiner gesehen. Die 20 Meter hier. Zack. Und da stehen wir. Perfekt. Und jetzt aber. Ach, wir sollen sogar so welche nochmal ankuppeln. Interessant, das gehört auch mit zur Aufgabe. Okay. Wir schließen die Aufgabe ab, wir machen noch weiter. Das war eine 15-Minuten-Aufgabe, echt? Krass. Ja, wahrscheinlich, weil ich einfach unfähig bin. So. Na, war ein Rangierprofi halt. Dann können wir hier tatsächlich nochmal abrüsten. Schlüssel aus, dafür müssten wir es nochmal kurz auf ausschalten. Ich meinte das statt 16 Minuten vorhin. Aber wir können ja zumindest hier mal rot einschalten jetzt. Vorne. So mit dem Leuchtstück können wir noch geben und los. Haben wir die jetzt vorne eingestellt? Ja, haben wir. Sehr gut. Stimmt, die war ja auf beiden Seiten eingestellt. Meter rotes Signal. Wir gucken mal, was er sagt. Und fahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Wir dürfen. Ja. Ich habe 35 hier eingestellt, deswegen macht er nichts. Okay, daran könnte es natürlich liegen. Der ist immer noch schwach. Ist hinten eine Bremse angelegt? Der quietscht doch so. Ich hoffe, hinten nicht sogar noch irgendwie eine Bremse anlegt oder so. Zuzutrauen wäre mir alles, weil er so quietscht die ganze Zeit. Weil ich habe die Bremsschlüssel da hinten abgezogen, oder? Nicht abgezogen geht ja nicht, aber zumindest ausgeschaltet. Und wo da fahren wir jetzt durch? Ich glaube, wir fahren jetzt wieder ein volle Holzwagen tatsächlich nochmal ran. Na gut, keine Ahnung. Vielleicht war das Holz nicht gut genug. Das Sägewerk hat es zurückgeschickt. So wie bei Amazon. 3 Tage Geld zurück Garantie, wenn ihr Holz nicht gut genug ist. Und wenn unser Holz nicht gut genug ist. Einfach zurückgeschickt. Sägewerk, das Holz war nicht gut genug. Oder das sind doch volle Holzwagen, die wir wieder ankuppeln, ne? Bisschen komisch. Meine ich. Naja, gut. Hast du raus. Ja, wir bremsen auch. Wir haben auch eine Bremse drin. Guck mal, ihr merkt das. Obwohl. Ja, wir gucken mal, wenn wir sie jetzt ganz lösen würden. Ne, haben wir doch nicht. Ja, doch, sie geht weg. Gut. War doch nicht drin. Langsam ran. Bisschen mehr können wir noch einmal noch mal ganz kurz rein. Oh, jetzt stehen wir. Ja, das war nicht so schlau, das war zu früh rein. Dadurch war es wieder mit 2
2-3 km/h eigentlich ein bisschen viel. Da ist halt viel so im Rumklappern hier. Ja, ja, ist ja gut. So, sehr gut. Und da haben wir es auch geschafft. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War aber was anderes? Ja, eine Silbermedaille verdient. Steht hier noch irgendwo, ob wir 16 Minuten nicht brauchen sollen? Ich meine, 16 Minuten habe ich vorhin gesehen. 26. Ja gut, wir haben nur 30 Minuten länger gebraucht. Halbe Stunde Verspätung. Gut, im Güterverkehr, aber trotzdem. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.